Ja, hi. Ganz schön laut, ja? Ui, ui, ui. Also es gibt unattraktive Berufe und es gibt auch super unattraktive Studienfächer, habe ich festgestellt. Sind heute Mathematiker anwesend? Okay. Einer. Ja, nicht so attraktiv. Okay. Ich bin nach Münster gezogen, um da Mathe zu studieren und ich habe einen Text dazu geschrieben. Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, im Mathematikstudium lernt man, wie man besser reserviert. Und du weißt, wir haben schon früher immer alle das Pausenbuch geklaut. Als ich im ersten Semester war, antwortete ich, nee, wir beschäftigen uns mit der Limesbetrachtung iterativ definierter, additiver, funktionaler, vollständigen Vektorräumen. Sie sagte, Opfer. Ich sagte, Mano. Sie fragte dann, wozu man das braucht und was man damit macht. Ich sagte, weil man es kann. Deshalb will man es. Aus Neugier. Sie sagte, aha. Seitdem haben wir nicht mehr miteinander geredet. An Feiertagen musste ich mich verkleiden, um nicht von den Verwandten erkannt zu werden. Sie erzählte dann, dass ich ausgewandert bin, um Babypferde in Uganda zu retten. Selbstlos ist sie uns Kleine. Wir sind alle sehr stolz, reden sie dann. Seitdem finde ich Feiertage nur noch so mittel. An meinem Geburtstag brachte ich zu meinem Analysis-Tutorium einen Kuchen mit. 20 Mischstudenten saßen bereits im Raum, als ich reinkam. 10 gratulierten mir mit einem Nuschel und schauten dabei auf ihre Schuhe. Ein Extrovertierter schaute auf meine. Ich erhielt starke Kritik, dass ich den Kuchen nicht zuvor in Stücke schnitt und dass das Volumen überhaupt nicht durch die Teilnehmerzahl zu teilen sei. Nach 2 Stunden nahm ich das ganze Blech wieder mit nach Hause. Jetzt sagt auch mein Vater Opfer. In den nächsten Minuten saß ich in meinem Zimmer und zählte Kalorien, bis der Kuchen in mir verschwunden war. Ich errechnete, dass ich schon nächste Woche 10 Kilogramm schwerer sein würde, wenn die nächsten Tage ähnlich verlaufen. Kuchen gleich Glück klappt nicht, wenn man dabei nachdenkt. Ich opfer, denke ich, und male melancholisch ein paar Loser L's in ein Koordinatensystem. Ich wollte doch nur ein Detektiv sein. So ein krasser Typ mit Hut und Mantel, der leidenschaftlich versucht, Dingen auf den Grund zu gehen und nach getaner Arbeit quod-erat demonstrandum vermehrt. Ich wollte logische Zusammenhänge verstehen und aneinander puzzeln, denn Puzzle ist schon fast so cool wie Lego bauen und wer könnte schon behaupten, das wäre sein Beruf. Nur im Kindergarten kann man das und das zählt nicht. Ich wollte die krasseste Kante der Coolness-Pyramide erklimmen, Kinoherz zur Spitze springen und dann fragen, wisst ihr, wieso ich so schnell hier raufgekommen bin? Ich bin die Hypotenuse gerannt. Und dann würden alle A's und O's mit ihren Mündern vorn, wenn sie so geflasht werden und ich würde sagen, bam! Und in der Ferne würden Luftballons zum Himmel steigen und ein Streichorchester spielen und ich würde sagen, Freunde, lasst mich in die Zukunft sehen. In exakt 3 Minuten werden die Ballons um 5 Meter weiter geflogen sein. Und dann würden mich alle beneiden und mir ihre Pausenbrote schenken. Und ich würde meinen Enkeln sagen, dass sie niemals hungern müssen, weil ich so ein heftiger Sherlock Holmes war. Und das ergibt ja auch Sinn. Ob ich nun frage, warum ich Sterne am Himmel sehen kann oder wieso überhaupt die reellen Zahlen existieren. Ob ich frage, wie das Herzblut durch die Adern pumpt oder wieso ich mit Pi einen Kreis brechen kann und wie das geht, dass diese Zahl unendlich viele Nachkommastellen hat. Ob ich frage, was der Sinn des Lebens ist, wo die Babys herkommen oder wieso ich etwas Dreidimensionales auf eine Fläche abbilden kann. Es gibt so unfassbare Dinge. Man kann eine Konstruktion einer Menge annehmen, die größer ist als unser Universum.
Kreuz. Ich sage nicht Eureka, sage Simsalabim. Und ich glaube, in jedem Menschen steckt ein kleiner Detektiv mit Hut. Nur andere Detektive finden eben alle Fragen gut. Das ist so ein bisschen wie Ostern. Ich suche nur nach den Nougat-Eiern, weil ich eben gerne Nougat mag. Andere suchen nach Marzipan, weil sie gerne Marzipan mögen, was aber nicht heißt, dass Nougat besser ist als Marzipan oder Marzipan besser als Nougat. Manche haben eine Nussallergie. Oder sind Diabetiker. Und vielleicht mag auch ich einfach die Fragen am liebsten, deren Antwort man kaum noch anzweifeln kann, wenn man sie einst fand. Einfach weil mein Detektiv vielleicht aussieht wie ein kleines Mädchen, was gerne Lego mag und sonst eh niemals ernst genommen werden würde. Adorno hat mal geschrieben, die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, sich weder von der Macht der anderen noch von der eigenen Ohnmacht gemacht zu lassen. Und deshalb sollte hier jeder den Fragen nachforschen, die seiner Geschmacksrichtung entsprechen. Egal wie außergewöhnlich und fier sie ist. Und deshalb, Mutter, wenn du meinst, ich bin ein Opfer, selber.